Top 13. Dort bitte ich noch einmal Frau Klepsch kurz was zu dem Änderungsantrag OB zu sagen, und dann würden wir in eine Debatte einsteigen. Bitte schön. Ja, sehr gerne, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Der Kulturausschuss als federführender Ausschuss hatte die Vorlage zur Entgeltnovelle des Eigenbetriebs Heine-Schütz-Konservatorium ja noch mit weiteren Aufträgen versehen in Beschlusspunkt 10. Insofern sind diese in einen Änderungsantrag zur Vorlage der Verwaltung zur Novelle der Entgeltordnung eingeflossen. Dass wir die Entgeltnovelle überhaupt durch den Stadtrat beschließen lassen müssen, hat ja damit zu tun, dass eben nicht nur die in der Eigenbetriebssatzung regulär verankerten 2% Erhöhung pro Jahr umgesetzt werden sollen, sondern dass es 10% sind. Das hatten wir vorhin diskutiert bei dem Thema Statusfeststellungsverfahren. Und dass auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen an verschiedenen Punkten zu ändern sind. Insofern bedarf es des Beschlusses. Der Änderungsantrag nun sieht sowohl die durch den Kulturausschuss beauftragten weiteren Anpassung von Ermäßigungen wie Abschaffung Mehrfachermäßigung und Erhöhung der Erwachsenenentgelte vor, als auch im Bereich der Geschwisterermäßigung eine Vereinfachung und eine sozusagen Vereinheitlichung der Geschwisterermäßigung auf Vorschlag der Eigenbetriebsleitung. Das sind die wesentlichen Punkte, und damit ist der Änderungsantrag noch einmal eingebracht. Okay, Dankeschön. Es steht jetzt eine in der Fraktion, sondern eine Rednerin auf der Liste, das wäre Anja Abel. Dann steht auf der Liste Max Aschenbach. Anja Abel zieht zurück. Dann hat sich jetzt, würden wir erstmal die Fraktionsrunde beenden. Frau Fiusene. Ich mache das gleich von hier, weil ich einen Änderungsantrag einbringen will. Die Kulturbürgermeisterin hat gerade richtigerweise gesagt, dass in dem Änderungsantrag des OBs über das, was der Kulturausschuss hinaus tatsächlich mehrheitlich beschlossen hat und was dann in der Gebührenordnung sich aus meiner Sicht dann auch wirklich wiederfinden muss, ist an die Geschwisterermäßigung herangegangen. Und da gab es nun eigentlich eindeutig den Willen des Kulturausschusses, dort alles zu belassen, wie es ist. Deswegen, ich habe es dann auch auf einem Zettel, den ich gleich abgeben kann, wäre mein Änderungsantrag. Der heißt, der Stadtrat beschließt die Entgeltordnung zum 01.08.2024 entsprechend beigefügte Anlage 2. Punkt 3, Punkt 2 der AGB, Geschwisterermäßigung, ist davon unberührt und wird unverändert beibehalten. Das wäre mein Änderungsantrag. Dann würde jetzt Max Aschenbach an der Reihe sein. Danke. Eigentlich wollte ich gar nicht reden. Und dann hat Frau Fiusene das nochmal rausgepackt mit dieser Geschwisterermäßigung. Und da muss ich nochmal festhalten, dass im Ausschuss ausdrücklich mehrfach wiederholt betont wurde, dass bitte, wenn von den Ermäßigungen eine fällt, dann doch bitte lieber die Geschwisterermäßigung als die Mehrfachfächerermäßigung, weil die nämlich bedeutet, dass einzelne Kinder dann für mehrere Sachen, die machen, spielen ihr Musikunterricht, den bezahlen die, und wenn die zu Orchestern gehen, können die da umsonst mitmachen. Das fällt jetzt weg, obwohl, das hören die einfach nicht zu. Ist auf jeden Fall Quatsch, ich lehne das aber auf jeden Fall ab. Ich finde die Gebührenerhöhung nicht gut, finde ich nicht gut, und die Ermäßigungsstreichung, egal welche. Okay, weiteren Redebedarf sehe ich nicht, dann würden wir ins Abstimmungsverfahren kommen. Ich würde zunächst den Änderungsantrag zum Änderungsantrag des OBs von Bündnis 90 Die Grünen abstimmen. Wenn er eine Mehrheit hat, wird man den so geänderten Änderungsantrag des OBs abstimmen. Wenn keine Mehrheit da sein sollte, würde man den Änderungsantrag vom OB unverändert abstimmen. Und wenn der eine Mehrheit bekommen sollte, würde die Beschlussempfehlung Kulturausschuss entsprechend ergänzt.
und wir wurden zum Ende über die so oder so geänderte oder nicht geänderte Beschlussempfehlung des Kulturausschusses beschließen. Und würde ich zuerst aufrufen, den Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen. Der Stadtrat beschließt die Entgeltordnung zum 01.08.2024 entsprechend beigefügte Anlage 2. Punkt 3.2 der AGB ist davon unberührt und wird unverändert beibehalten. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das hat mit 42 Ja, 20 Nein, 3 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Damit stelle ich jetzt den so ergänzten Änderungsantrag des OBs zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte allerdings mit 31 Ja, 33 Nein jetzt keine Mehrheit gefunden. Und da bleibt jetzt erstmal nur übrig, um den so unveränderten Ausschussbericht abzustimmen. Wer hier dem Ausschussbericht seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Der hat mit 43 Ja, 22 Nein, 0 Enthaltungen eine entsprechende Mehrheit bekommen. Vielen Dank. Jetzt würde ich mal geschäftsordentlich die Frage erstmal in die Reihen des Stadtrates stellen, ob es möglich ist,